Hallo zusammen, hier ist wieder euer Chilla und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar gibt es heute wieder so ein kleines Mythic Plus Kisten-Opening. Ich hoffe, diesmal kriege ich was Sinniges raus. Letzte Woche haben wir wieder irgendeinen Key gemacht. Ich glaube, irgendeinen 15er Key müssten wir gelaufen sein. Ja, den tiefen Pfuhl. Und ja, ich hoffe, es gibt diesmal ein krasses Corruption-Item raus. So Zwielichtverwüstung, Echoing Void. Wäre ganz gut, Infinite Stars würde ich auch nehmen. Habe ich jetzt eine Waffe rausbekommen, oder? Zweihandwaffe, was ist denn da drauf? Ah, eine Tentakelwaffe. Ha! Crit-Tempo. Ich bin gerade am Überlegen, die ist zwar jetzt eigentlich nicht gut, aber für PvP könnte das vielleicht sein. Ich habe gesehen, viele spielen den PvP quasi mit diesem Tentakelviech. Das Damage verursacht. Und wenn man ein paar von diesen Items hat, kann es recht stark sein. Zumal ich ja aus anderen Sachen hier auch schon Tentakel gekriegt habe. Müsste ich mal gucken. Vielleicht wird sich das irgendwo lohnen, dass ich mir so ein komplettes Tentakel-Gear mache für PvP und dass so eine Tentakel dann einen anderen in ein paar Sekunden umhaut. Müsste ich mal schauen. Für PvP könnte es sich lohnen, für PvE ist es, glaube ich, jetzt eher ein schlechtes Item, weil die so vom Overall DPS nicht so gut sind, aber vom schnellen Schaden für PvP kann sich es vielleicht lohnen. Ja, dann bin ich noch am Überlegen, ob wir hier einmal unsere Marken noch ausgeben. Ich habe jetzt 5500 Titanresidium und ich habe mir jetzt überall ein zweites Item geholt. Also ich glaube, ich habe eine 480er Brust, noch eine zweite und einen Kopf und jetzt hole ich mir noch Schultern, einfach um mir so ein Zweitgear zuzulegen, vielleicht wenn dann für Singletage der E-Gear oder halt dann nochmal ein PvP-Gear, vielleicht auch für Katze. Da bin ich so ein bisschen am gucken. Deswegen werden wir uns jetzt noch Schultern kaufen. Und zwar nehmen wir die mal mit, die Schiftungen. Und ich hoffe, dass da ein gutes Item drin ist. Was ist das? Ich glaube, vom Namen her ist es nicht so ein gutes. Also zumindest für Tank nicht. Ah, das ist nicht so geil. Aber ich habe zumindest Hauen drauf, ne? Also gekrümmte Klaue hatte ich jetzt hier. Warte mal, habe ich die gleichen? Ist das euer Scheiß ernst? Nein, oder? Nein, oder? Ich habe jetzt nochmal die gleichen gekriegt. Also, erstmal muss ich eins kurz machen. Diese Bodoralus-Mucke, die treibt mich in den Wahnsinn, ich sag's euch. Das Problem an dem Teil ist, das ist so mittelmäßig, ja, für einen Guardian Druid. Die Geschichte ist, ich habe das gleiche nochmal gekriegt und ich hatte das bei der Brust schon. Ich habe die gleiche Brust hier, habe ich auch ein zweites Mal bekommen. Also die habe ich zweimal irgendwo rumliegen. Ich glaube, auf die Bank oder so habe ich sie gepackt. Oh, ist das ätzend. Ja, seht ihr hier unten? Einmal habe ich sie angelegt und einmal habe ich sie auf der Bank, genau. Ah, oh, jetzt habe ich nochmal einen Teil doppelt bekommen. Okay, gut, beim Kopf sieht es ein bisschen anders aus. Da habe ich zumindest zwei verschiedene. Ja, die wird dann ganz sicher ins Zweitgear fließen, vielleicht für Katze oder irgendwas anderes. Mal schauen. Okay, overall war das jetzt nicht der große Wurf für mein Main-Spec, eher für Zweit-Spec. Denke ich mal, werden die Sachen noch einen Nutzen haben, hoffe ich zumindest. Und ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr so rausgezogen habt. Vielleicht seid ihr ein bisschen luckier als ich unterwegs. Und dann sehen wir uns gerne beim nächsten Opening wieder. Euer Chela, bis dann. Ciao.